Bei Kehl überqueren wir den Rhein und erreichen Straßburg, wo wir aber keinen wohnmobiltauglichen Platz finden und nach Molsheim weiterfahren. Molsheim ist eine vom Weinanbau geprägte Stadt. Wir unternehmen wieder einen Altstadtrundgang. Der von schönen Fachwerkhäusern umgebene Platz des Rathauses liegt im Schatten des Hauses Metzig, eine ehemalige Metzgerei, deren zauberhaftes Renaissancegebäude aus dem 16. Jahrhundert heute zu den historischen Monumenten gehört. Heute sind wir mit dem Fahrrad unterwegs. Andlau ist unser erstes Teilziel. Das beschauliche Dorf Andlau lebt eingebettet zwischen Wald und Weinbergen, hauptsächlich vom Weinanbau und Weinhandel. Gegründet wurde der Ort um eine Benediktinerabtei aus dem Jahre 880. Einer Sage nach wurde der Platz, an dem die Abtei stehen sollte, durch eine Bärin gezeigt, und diese Bärin finden wir wiederholt in dieser Region. Das Kloster Andlau wurde mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Dabei entstand ein eigenartiges Stilgemisch aus verschiedenen Kunstepochen. Romanik, Gotik, Renaissance und Klassik vermischen sich auf eindrucksvolle Weise. Auf einem Hügel am Fuße des Berges Krax gelegen, ist Mittelbergheim eines der malerischsten Dörfer des Elsass. Wir erkunden es wieder fußläufig. Nächste Station ist Barr. In Rebhängen eingebettet zeigt sich die Ortschaft Barr von seiner malerischen Seite. Die Weinmetropole liegt am Fuße des Odilienbergs nahe den Vogesen. Der stark geneigte Rathausplatz wird von der lachsroten Hauptfront des Rathauses beherrscht. Der reich verzierte Renaissancebau wurde 1640 errichtet. Hier findet auch der jährliche Weinmarkt von Barr statt.
Zahlreiche blumengeschmückte Fachwerkhäuser aus dem 14. und 15. Jahrhundert zieren die Stadt. Das heutige Wahrzeichen der Stadt erfüllte früher eine dreifache Funktion: Stadtturm, Wachturm, Glockenturm der Kapelle der Heiligen Jungfrau. Der Odilienbrunnen stellt die heilige Odilia mit ihrem Äbtissinnenstab dar. Die 1872 geweihte katholische Kirche Peter und Paul wurde an der Stelle eines 1867 abgerissenen gotischen Sakralbaus aus dem 15. Jahrhundert erbaut. Aus dieser war schon an der Stelle einer romanischen Kirche mit Krypta aus dem 12. Jahrhundert errichtet worden. Im Innern der Kirche ist die neugotische Ausstattung sehenswert. Der im Renaissance-Stil erbaute Sechseimerbrunnen war ursprünglich bemalt. Drei Säulen mit korinthischen Kapitellen tragen einen achteckigen Baldachin, in dessen Stein Bibelzitate aus dem Neuen Testament gemeißelt sind. Gerd Weiler ist heute unser letztes Ziel, bevor wir wieder zum Wohnmobil zurückradeln. Gerd Weiler, die Hauptstadt des Lebkuchen, ist ein sympathisches Weindorf am Fuße des Odilienberges, eingebettet zwischen Ebene und Weinhügeln. Dambach-la-Ville gehört wohl zu den etwas weniger bekannten Orten im Elsass. Das malerische Winzerstädtchen liegt nördlich von Schlettstadt an der Weinstraße. Das Rathaus stammt aus der Renaissance und ist besonders schön anzuschauen. Der Marktplatz in der ehemaligen Bischofsstadt ist sehr harmonisch und idyllisch. Den Stadtbrunnen verziert das Symbol der Stadt. Ein Bär mit Weinbecher. Dem üppigen und schönen Blumenschmuck, der die Stadt verziert, verdankt Dambach mehrere Auszeichnungen. Das idyllische und friedliche Stadtbild wird von spätgotischen Erkerhäusern geprägt. Die ursprüngliche Kirche St. Etienne wurde im 18. Jahrhundert barockisiert, nach einem Blitzeinschlag im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut. Die Stadtmauer mit den drei Stadttoren aus dem 14. Jahrhundert ist nahezu unversehrt. Die humanistische Bibliothek lädt zu einer Reise durch mittelalterliche Manuskripte und Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts ein, in diesem Gebäude, das von Architekten Rudi Ricciotti entworfen wurde. Während der Renaissance erlebte Schlettstadt eine erste Blütezeit als Zentrum des Humanismus. Aber im Mittelalter litten auch hier die Menschen durch Epidemien, Hungersnöte und soziale Unruhen. Im Herzen der Fußgängerzone liegt die Speicherkammer St. Barbara.
Wir setzen unseren Gang durch die Altstadt fort und entdecken manch interessantes und idyllisches Plätzchen. Die Benediktinermönche zogen nach Schlettstadt, doch bald wurde es ihnen hier zu eng und sie ließen ein großes Kloster erbauen, welches sie der heiligen Fides weihten. Somit zählt die romanische Kirche zu den ältesten Gebäuden der Stadt. Die gotische Kirche St. Georg ist eine der größten gotischen Kirchen des Unterelsass. Durch das romanische Portal betreten wir das Langhaus. Die barocke Kanzel fällt sofort ins Auge. Der alttestamentarische Samson trägt mit seinen übermenschlichen Kräften die Kanzel. Spätmittelalterliche Bleiglasfenster und gotische Wandmalereien sind noch vorhanden. Unser nächster Zwischenstopp ist Bergheim. Der Ort gehört laut Auszeichnung zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Durch die vollständig umschließende doppelte Stadtmauer mit zahlreichen Wehrtürmen betreten wir die Stadt. Die äußere Stadtmauer ist vollständig begehbar. Zunächst schlendern wir durch die Hauptstraße und gelangen zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Die gotische Kirche wurde im 18. Jahrhundert barockisiert. Viele weitere historische Gebäude entdecken wir auf unserem weiteren Rundgang durch die Hauptstadt des Gewürztraminers. Ribeauville, ehemals Rappoltsweiler, ist unser nächstes Ziel an der Weinstraße zwischen Rebstöcken und Gebirge. Seinen Namen verdankt der Ort dem Sitz der Adelsfamilie Ribeauspierre. In der Grande Rue, der Hauptstraße, mit ihren blumengeschmückten Gebäuden entdecken wir wieder Besonderes. Das Rathaus, den Metzgerturm, die ehemalige Kornhalle oder das Musikantenhaus.
Im Herzen der Elsässer Weinregion liegt die mittelalterliche Siedlung Riquier. Diese wunderschöne Stadt hat seit Jahrhunderten den Wert der Architektur und die Qualität ihrer weltweit berühmten Weine miteinander zu verbinden gewusst. Wie im Freilichtmuseum reihen sich dicht aneinander geschmiegte Fachwerkhäuser aus dem 13. bis 18. Jahrhundert die Straße entlang. Geschnitzte Fachwerke, Erker, alte Brunnen und geschmückte Innenhöfe tragen zum Prädikat schönste Dörfer Frankreichs und Perle der Elsässer Weingegend bei. Kaisersberg zählt zu den meistbesuchten Städten im Elsass. Besucher schätzen die wunderschöne historische Altstadt und die schöne Lage inmitten von Weinbergen, die ein wunderschönes und romantisches Panorama erzeugen. Die historische und alte Stadt verzückt durch ihre lauschigen Winkel und malerischen Brücken über das Flüsschen Weiß. Gleich neben dem Töpferladen finden wir die fabelhaften Kreationen von Philipp Thomann für kulinarische Töpfereiartikel und für den Garten. Die im Mittelalter entstandene Staufenburg ist noch als mächtige Burgruine erhalten geblieben. In der Altstadt finden sich viele reich verzierte Fachwerkhäuser und schöne gotische und aus der Renaissance stammende Bürgerhäuser, die das Stadtbild von Kaisersberg prägen. Die Heilige Kreuzkirche wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Die Innenausstattung ist überwiegend spätgotisch. Der Flügelaltar mit den geschnitzten Reliefs der Passion Christi und dem Altarsockel mit den 12 Aposteln wird Hans Bongard zugeschrieben. Wir schlendern noch einige Zeit durch die malerische Altstadt und ziehen dann weiter nach Türkheim. Türkheim war bereits zur Römerzeit besiedelt und hat seinen Namen von den späteren Eroberern, den Thüringern. Die ehemalige Reichsstadt ist touristisch nicht so überlaufen wie viele der von uns besuchten Orte. Drei viereckige Türme sind neben Resten der Stadtmauer noch Zeugnis der Stadtbefestigung. Wir machen uns auf den Weg zu einer Stadtumrundung entlang der Stadtmauer
und können viele historische Gebäude und Fachwerk mit reliefartigen Schnitzereien bestaunen. Dann fahren wir weiter auf den Stadtstellplatz nach Colmar. Morgen werden wir dann Colmar besuchen. Fußläufig erkunden wir heute Colmar. Die Altstadt ist geprägt von Kopfsteinpflasterstraßen, Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter und der Renaissance. Beim Kopfhaus oder auch Maison des Têtes staunt man neben einem dreistöckigen Erker vor allem über etwa 100 groteske Masken an der Fassade, die dem Haus auch den Namen eingebracht haben. Die ab 1235 erbaute und Ende des 14. Jahrhunderts fertiggestellte gotische Stiftskirche Saint-Martin beeindruckt durch ihre kathedralenartigen Ausmaße. Ihre strenge Westfassade ist mit mächtigen Strebepfeilern versehen, von den ursprünglich geplanten zwei Türmen wurde nur der südliche vollendet. Beim Eintreten wird man von der wunderbaren Klarheit, Einheit und harmonischen Raumaufteilung überwältigt. Das Bartholdi-Museum befindet sich im Geburtshaus des Schöpfers der amerikanischen Freiheitsstatue und beherbergt die reichsten Sammlungen von Skulpturen, Zeichnungen und Gemälden von Auguste Bartholdi 1834 bis 1904. Das Pfisterhaus bzw. Maison Pfister zeigt noch mittelalterliche Elemente
wurde aber bereits zu Zeiten der Renaissance im 16. Jahrhundert errichtet. Auffallend sind hier die biblischen und weltlichen Wandmalereien in um das Haus führende Mauerband, aber auch der zweistöckige Eckerker und das achteckige Türmchen sowie der Holzbalkon am Haus. Das alte Kaufhaus, 1840 im Gotik- und Renaissance-Stil errichtete öffentliche Gebäude, war einst das wirtschaftliche und politische Zentrum der Stadt. Im Erdgeschoss waren jahrhundertelang ein Lager, ein Markt und das Zollamt untergebracht. Das Haus ist ein sehr guter Zeuge der Handelsaktivität einer Stadt am Kreuzungspunkt der Straßen von Italien nach Flandern und von der Donau bis in die Champagne. Das Colmarer Viertel um den Fluss Lauch herum wird La Petite Venise genannt. Der Name entstand zweifellos aus der ursprünglichen Ausrichtung der Häuser auf beiden Seiten des Flusses, der in den Südosten der Stadt verläuft. Das Conseil Souverain ist heute Sitz des Elsässer Gerichtshofs. Seit 1973 beherbergt die Dominikanerkirche das Meisterwerk von Martin Schongauer, die Madonna im Rosenhag. Weiter geht unsere Fahrt in das nur 6 Kilometer entfernte Egisheim. Egisheim ist eines der schönsten Dörfer entlang der elsässischen Weinstraße. Der Rundweg führt uns weiter zum Place du Château in der Ortsmitte von Egisheim, wo sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten konzentrieren. Sehenswürdigkeiten sind die neoromanische byzantinische St. Leo-Kapelle in der Ortsmitte, die Burg mit ihren Wehrmauern, die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und die Pfarrkirche Peter und Paul aus dem 19. Jahrhundert. Hier befindet sich zum einen die Burg Egisheim, die ursprünglich aus einem in der Mitte stehenden achteckigen Bergfried bestand. Nach Erzählungen galt die Burg Egisheim im 9. Jahrhundert als Geburtsort von Bruno von Egisheim, dem späteren Papst und Heiligen Leo den 9. Ab 1886 wurden große Teile des Burgkomplexes, darunter der ebenfalls achteckige Bergfried, abgetragen. Es wurde stattdessen an dieser Stelle von 1888 bis 1894 eine neoromanisch-byzantinische Kapelle in Andenken an Papst Leo den 9. erbaut und aufwendig gestaltet, die St. Leo-Kapelle. Besonders markant ist auf dem Place du Château der große Leo-Brunnen mit einer Statue Leos sowie seiner päpstlichen Krone, den ein Egisheimer Familie bereits in den 1830er Jahren stiftete. In unmittelbarer Nähe zur Burganlage und Kapelle befindet sich die römisch-katholische Kirche St. Peter und Paul, die 1809 im Scheunenstil errichtet wurde und als Monument historique unter Denkmalschutz steht. Von einem eingestürzten romanischen Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert blieben nur noch Reste von Pfeilern und Gewölberippen übrig sowie ein Turm, der auch heute noch zu sehen ist. Eine Besonderheit ist die denkmalgeschützte hölzerne Schreinmadonna mit Kind aus dem 14. Jahrhundert.
Anschließend fahren wir noch weiter nach Ruffach, bevor wir uns wieder langsam heimwärts bewegen. Das Gotteshaus aus gelbem Sandstein im romanischen und gotischen Stil wurde bis 1508 gebaut. Das Gebäude trug während der Französischen Revolution schwere Schäden davon und erscheint heute sowohl außen als auch innen relativ schmucklos. Die Knabenschule, von 1819 bis 1969 erbaut, ist heute Heimatmuseum der Vogtei Ruffach im Obergeschoss. Der Hexenturm ist der letzte noch bestehende Turm der Stadtbefestigung. Das runde Untergeschoss stammt aus dem 13. Jahrhundert. Das Haus der drei Damen aus dem 16. Jahrhundert wird so genannt, da drei Eichenpfeiler den Hausvorsprung tragen. Gleich daneben ein ehemaliger Ölmühlstein.